Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir machen heute mal ein etwas anderes Video. Und zwar, es kam ja, wie ihr schon seht, ein Poichi-Bust raus, wo ein Venom zeigt, dass Poichi zu 100% Medusa hat und in einem 101 gegen ihn gespielt hat, wo Poichi Medusa in Anführungszeichen hatte. Und ich möchte einfach meine Meinung dazu schildern und euch mal ein paar Sachen aufzählen, wo man einfach merkt, dass dieser Typ so kackendreist dieses scheiß Video gefaked hat. Erstmal nicht wundern, ich werde jetzt auf das Video klicken. Das Video wird tonlos sein und euer Bild wird ein bisschen verpixelt und der Link wird eingeblendet, weil ich habe einfach gar keinen Bock, dass der Typ das Video wegstrikt und ich am Ende da stehe, ist ein bisschen blöd und daher einfach nicht wundern. Ich werde es euch unten in der Beschreibung verlinken, da könnt ihr euch es dann nochmal angucken. Und ja, und zwar, hier hat er erstmal sein Merch vorgestellt und ja, ab hier ging es dann los. Und zwar allererstes, er sieht, dass er Poichi in der Runde hat. Das ist das allererste, er sieht, Poichi ist in der Runde und er will mir erzählen, wenn Poichi in der Runde ist, fängt er erst mitten in der Runde an aufzunehmen, wenn sie die zwei Gegner geklatscht haben. Was wäre denn daran so schlimm gewesen, hätten die Zuschauer gesehen, wie sie die zwei Gegner da fertig gemacht haben. Das wäre doch absolut kein Problem gewesen, oder nicht? Was wäre denn daran dann so schlimm gewesen? Das ist das allererste. Und zweitens, ich weiß nicht, alte Zuschauer von euch werden sich daran erinnern. Früher, wo ich mega am Hype war, hatten ich und Black Eagle von Mega Beef. Und dann hat er ein Video gegen mich gemacht, wo wir angeblich in einem 1-1 waren, wo er mich hackusated hat. Und ich in dem Video auch gehackt habe mit Safe Work und Range und alles. Dieses Video war erstens gefaked. Zweitens war es auf Kyudo. Drittens war es auch ein 101. Viertens habe ich auch komplett komisch gespielt, wie ich normal nie spielen würde. Und viertens meinten so viele Leute, dass ich es auf jeden Fall nicht gewesen sein kann. Weil ich an diesem Tag nie auf Kyudo online war. Das war das Hauptproblem. Und jetzt das Ding, hier seht ihr schon, erstmal Poichi in der Runde. Sag mir, warum, wenn Poichi gegen Venom spielt und Poichi kennt Venom zu 100%. Wenn Poichi gegen Venom spielt, er sieht Venom ist in der Runde. Warum soll er sein scheiß Medusa anlassen? Und guckt ihn euch jetzt mal an. Würde Poichi Jesus spielen? Poichi hätte doch nicht angefangen, sich hochzustacken. Poichi hätte vielleicht einen One-Stack gezogen oder wäre weitergelaufen. Oder hätte gewartet auf Venom auf dem Weg und hätte nie angefangen, sich so hoch zu One-Stacken. Das ist das allererste, diese komische Spielweise. Das verstehe ich absolut gar nicht. Guckt euch mal an, wie lange Poichi da am Shop steht. Guckt euch mal bitte hier nochmal an, wie lange Poichi an diesem scheiß Shop steht. Denkt ihr ernsthaft, Poichi braucht so lange, um einzukaufen? Er geht jetzt an Shop. Bei 1 Minute 52. Und jetzt steht er da, ungelogen, steht er da 7 Sekunden am Shop, um einmal auf Stick zu klicken und mit Shift auf Blöcke. Das ist nicht Poichi und das weiß auch jeder. Das ist so kauft Poichi nicht ein. Erstmal kurz nochmal im Voraus für die Leute, die sich fragen, warum ich das Video mache. Ich möchte einfach meine Meinung dazu sagen, weil ich habe hier auch einen Kommentar geschrieben darunter, mit was für Mods er gespielt hat, weil ich gehofft habe, dass man ihm da vielleicht irgendwie verraten könnte. Es ist so lächerlich, ne? Das Ding ist, könnt ihr euch auch an die Scheiße mit Betzke erinnern, wo es so war, ja, Betzke ist Enten-Skills und alles drum und dran. So ein Mist ist es auch. Diese ganze Scheiße mit Betzke, DBÜ, mit Betzke, komplett gefaked, alles gefaked, das haben sie alles vorher abgesprochen. So viele BÜs, die der Typ macht, sind maximalstens gefaked. Sie sind wirklich im Voraus abgesprochen und sie planen, was sie für Schritte machen. Einfach nur, weil sie sich gegenseitig hochpushen wollen. Auch früher ganz viel mit Ace und Black Eagle FNA. Es war so viel gefaked früher. Und ich finde es einfach so traurig, dass man BÜs, wo man versucht zu beweisen, dass man legit ist, dass man sowas faken muss. Das finde ich einfach komplett lächerlich. Und dass der Typ dann damit auch noch diese Klicks macht, ist doch einfach so kackendreist. Erstmal, ich verstehe auch nicht, warum man hier einfach random in dem Video einfach irgendwie immer ranzoomt. Erst hier in den Chat, wo er den Shop ausgeblendet hat, dann zoomt er hier ran. Und jetzt zoomt er nochmal da nach blau. Verstehe ich absolut nicht, wieso. Und jetzt, hier kommt jetzt der auffälligste Punkt, wo ich wirklich gesagt habe, okay, das kann nicht sein. Poichi ist in Team Rot. Sieht, der Grüne lebt noch. Hat sein Equipment bei Team Rot gekauft, er stand 7 Sekunden lang im Shop. Jetzt das Ding. Poichi ist, nachdem er bei sich in der Base war, bei Rot, zu Blau gerannt. Denkt ihr, Poichi rennt dann zu Blau und würde nicht checken, dass sein Gegner der letzte Grüne ist? Und jetzt guck mal, er steht schon wieder im Shop. Er steht jetzt im Shop. Was kauft er sich da, dass er so lange im Shop steht?
Was kauft er da? Und jetzt, er läuft wieder zum Bronze, guckt gar nicht, ob der Gegner kommt. Als ob Peuche sich nicht umdreht, um zu gucken, ob der Gegner kommt. Es ist so easy gemacht, das zu faken. Er sagt, es hat er ausgeblendet. Ja, hat er ausgeblendet, Leute. Glaubt ihr ihm das? Man hätte sich die Map downloaden können, das Plugin downloaden können. Crack-Server gezogen. Wie sie die Person gefaked haben, keine Ahnung. Man sieht auch nicht, dass es gefaked ist, die Person. Bei mir früher hat man zum Beispiel gesehen, dass es auch ein Fake von mir war, dass ich einfach hier vor dem Namen eine riesige Lücke hatte. Das haben sie scheinbar da besser gemacht, keine Ahnung. Crack-Server gezogen, Plugin, Map. Schon können sie es nachstellen. Warum hat er die Tablist? Ist 1.7. Warum? Warum nicht 1.8, wenn es ja so real ist? Warum ist dieses Bad Wars Ding, wenn es so real ist, nicht da? Als ob man es deaktiviert, weil es einen auf den Sack geht. Ich bitte euch. Was auch mega komisch ist, ist einfach das Ding, nachdem Peuchi dieses komische Knockback bekommen hat, hat er nicht mal mehr den Rest der Runde eingeblendet. Wisst ihr, Peuchi hat dieses komische Knockback bekommen und danach hat er noch genau diese Szene hier eingeblendet, wo er nur verkackt hat. Hat nicht mal eingeblendet, wie Peuchi überhaupt gestorben ist, weil Peuchi muss ja irgendwie gestorben sein. Verstehe ich auch absolut gar nicht. Und warum blendet er nicht das Rundenende ein, wie Peuchi ihn absolut zerfickt? Wenn Peuchi ja so hart reinhackt, warum nicht? Warum? Ist doch auch so ein Ding. Wenn Peuchi so reinhackt, warum zeigt er die Zähne, die er hat, nicht? Warum zeigt er es nicht? Er hat jetzt genau noch diese Zähne eingeblendet. Sehr gut. Peuchi hat ihn dann wahrscheinlich auch gefickt. Warum blendet er sowas nicht ein? Es ist einfach komplett gefaked. Komplett. Und ich hoffe wirklich, dass ich jetzt manchen Leuten wirklich die Augen geöffnet habe damit. Es ist komplett gefaked. Und dass sowas wirklich auch Leute glauben. Leute, lasst euch von dem Typen einfach null verarschen. Auch wie gesagt, er hat schon so viele Fake-BÜs gemacht. So viel hat dieser Typ schon gefaked, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Auch dass diese ganze Betzke-Hype, dieser Hype um Betzke wegen diesem Enten-Skill-Scheiß, das war alles auf einem Fake aufgebaut. Und sie hat es einfach beide so in Hype gebracht. Und ja, ich wünsche euch auch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.